Mein Autokennzeichen habe ich noch, das ist ein blaues Schild. Da steht vorne dran QA, das heißt akkreditierte Korrespondentin. Dann steht da die Nummer 57, das heißt BRD. Und dann kommt ein Strich und dann steht da 02. 02 bin ich. Und nur ich. Denn nur ich darf das Auto fahren, das ist personengebunden. Alle Kollegen haben auch diese Nummern. Was dazu führt, wenn Sie in der DDR irgendwo im hintersten Dorf von einem Polizisten angehalten werden oder ich angehalten wurde, dann legte der freundlich die Hand an die Mütze, wie der Polizist im Auschwitz-Prozess, und sagte zu mir: Entschuldigen Sie, Herr Doktor, Sie sind zu schnell gefahren oder sowas. Und dann habe ich dem erklärt: Haben Sie mein Kennzeichen gesehen? Ja, er sagt er natürlich, ja. Also was, ich sage, ja, was soll das denn kosten? Haben Sie einen Bußgeldkatalog und wie viel schnell bin ich denn gefahren? Und dann haben sie meist, das ist mir öfter passiert, dann haben die meist also gestutzt und naja, also, und dann habe ich gesagt: Wissen Sie was? Ich habe ein Konto bei der Staatsbank der DDR, Außenhandelsbank. Da werde ich Ihnen von dem das überweisen in DDR-Mark, denn ich muss ja hier, ich kann ja nicht mit D-Mark hier. Und die wollten da meist ja eine D-Mark haben. Und im Übrigen, wenn Sie mir was vorzuwerfen haben, dann wenden Sie sich doch bitte an das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, Abteilung Journalistische Beziehungen. Dort bin ich wohl bekannt und registriert und das wird dann geregelt. Die werden mich dann bestrafen. Und dann legten die wieder die Hand an die Mütze und sagten also: Gute Fahrt oder gute Reise oder so. Das war immer so. Es hat nie ein Polizist mir irgendwas getan. Aber sie haben mich alle mit Namen angeredet. Das war das russische, das sowjetische System. Es war in der Sowjetunion genauso. Meine Kollegen in Moskau, die wurden auch im hintersten Sibirien mit Namen angeredet, weil es gab diese Listen und die Autokennzeichen waren eben weil die Autos waren personengebunden. Meine Frau durfte den nicht fahren. Die hatten anderen gehabt, eine andere Nummer. Mein Sohn auch. Aber nix. Also ich war jederzeit identifizierbar. Deswegen habe ich das Auto ja auch irgendwo am Marktplatz oder sonst wo abgestellt und bin zu Fuß gegangen. Ich bin nie so viel zu Fuß gegangen wie in der DDR.